Ja, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch im Alpenparlament. Mein Name ist Thomas Eckert. Unser Thema heute ist ein politisches Dokument höchster Ordnung und höchster Brisanz. Das gibt es schon seit Jahrzehnten und merkwürdigerweise weiß kein Mensch davon oder fast kein Mensch davon, obwohl sich 27 Kommissionen in der EU damit befassen. Und das hat schon 5000 Seiten, das Dokument, und es betrifft nichts weniger als unsere Grundlage der Ernährung. Und der Experte für unser Thema heute ist der Dr. Gottfried Lange vom World Institute of Natural Health Science. Habe ich das richtig gesagt? Ja, sehr gut gesagt. Vielleicht übersetzen wir es nochmal kurz, dass es klar ist. Ja? Das heißt im Prinzip Weltinstitut für natürliche Gesundheitswissenschaften. Das habe ich zusammen mit einigen Wissenschaftlern gegründet, 2005 in Los Angeles als internationale Aktivität, um das, was wir Ihnen noch genau erklären werden, Einhalt zu gebieten. Das Dokument, um das heute geht, hat auch einen Namen, klingt sehr feierlich, Codex Alimentarius. Und Sie sind Arzt, Herr so Dr. Lange, ist es, ja. Und Sie sind spezialisiert auf Ernährung, molekulare Ernährung, ja. Und haben sich auch mit anderen Themen befasst. Sie sind Experte, was den Codex Alimentarius angeht und halten auch viele Vorträge im In- und Ausland. Ja. Damit wir die Sache richtig einordnen können, könnten Sie uns vielleicht in aller gebotenen Knappheit einen Überblick geben über die geschichtliche Entwicklung dieses Codex, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Ja, vielleicht sollte ich erst mal ganz kurz noch mal definieren, was ist es, um klar zu machen, womit wir uns hier eigentlich beschäftigen. Darf ich einfach mal fragen für mich zur Orientierung. Wer von Ihnen hat den Begriff, wir haben hier natürlich eine erlesene Zuhörerschaft, wer von Ihnen hat den Begriff von Codex Alimentarius schon mal gehört? Ah ja, danke schön, hervorragend, doch die Mehrheit. Es ist immer wichtig zu wissen, wo man da ansetzt. Es gibt, um das mal ganz grundsätzlich zu sagen, es gibt zwei verschiedene Denkweisen auf diesem eigentlich sehr schönen Planeten. Es gibt die einen, die gerne anderen helfen, die gerne für Gesundheit sorgen wollen, dass es den Menschen gut geht. Und dann gibt es andere, eine andere Gruppierung, die das nicht wollen. Die nur so lange verdienen, wie Menschen krank sind, die nur so lange Geld verdienen können, wie überhaupt Krankheit existiert. Und die auch künstlich durch die Unterdrückung von vorhandener, richtig hieb- und stichfester wissenschaftlicher Information, die diese wissenschaftliche Information unterdrücken, um das Geschäft aufrechterhalten zu können. Und das ist im Wesentlichen die internationale Chemie- und Pharmaindustrie. Und auf dem Boden dieser Denkweise wächst das, was Codex Alimentarius heißt. Ganz kurz mal, weil man sich das als mehr positiv denkender Mensch, der Menschen gerne helfen möchte, der möchte gerne, dass Menschen gesund sind, dass wir eine vernünftige Landwirtschaft haben und so weiter, sich immer nicht vorstellen kann. Ein führender Anlageberater für Pharmaaktien an der New Yorker Wall Street hat mal in einem Interview gesagt mit einer bekannten Wochenzeitschrift an der Wall Street. Fortune Magazine heißt sie, das heißt so viel wie Glückszeitschrift oder Glücksritterzeitschrift. Der hat übersetzt gesagt, unterm Strich verlieren wir alle, wenn sich Therapien durchsetzen, die Krankheiten beseitigen. Das habe ich jetzt deswegen gesagt, damit klar ist, es gibt wirklich solche Leute, die nicht wollen, dass wir gesund sind und nicht wollen, dass wir in Ruhe gesund sind. So leben können, wie es eigentlich gut ist. Und nun ist leider in den letzten Jahrzehnten der Nutzen von guter Ernährung, der Nutzen von sinnvollen, natürlichen Vitaminpräparaten und so weiter schon zu bekannt geworden. Es ist schon zu bekannt geworden, dass die Krankheit, an der jeder Zweite stirbt, heutzutage in unserer zivilisierten Welt, nämlich Herz-Kreislauf-Krankheiten, jeder Zweite, in Deutschland sind es fast 500.000 Menschen jedes Jahr mit dem langen Leidensweg davor, dass man das nicht nur heilen, sondern auch verhindern kann durch genügend hohe Dosierung an natürlichen, nicht patentierbaren Nährstoffen. Da aber Herz-Kreislauf-Krankheiten das größte Geschäft ist für die Chemie- und Pharmaindustrie, sind sie in ihrer Existenz bedroht. Sie wissen also, wenn sie zulassen, dass diese Gesundheitsinformationen
die Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter in den nächsten Generationen fast unbekannt sein lassen würde. Dass wenn sie diese Informationen nicht systematisch unterdrücken, dann existieren sie eines nicht so fernen Tages nicht mehr. Die gesamte Pharmaindustrie mit ihren irrsinnigen Umsätzen und Gewinnen. Und aus diesem Grunde hat man von Seiten der Chemie- und Pharmaindustrie etwas ins Leben gerufen, was Codex Alimentarius heißt. Das klingt also zunächst ganz vernünftig. Codex Alimentarius, nichts Weltbewegendes, Ernährungsregelwerk. Unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation, unter der Schirmherrschaft auch noch der Nahrungsmittel- und Ackerbauorganisation, das ist FAO, Food and Agriculture Organization, die macht das mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen, läuft also im Hintergrund die Entwicklung eines Regelwerkes, das dafür sorgen will, dass all die Standards, die uns nicht gefallen, dass diese Standards alle durchgesetzt werden, dass wir also keine gentechnisch freien Nahrungsmittel haben, dass die Gesundheitsinformation nicht mehr verbreitet werden darf darüber, dass man mit bestimmten Nahrungsmitteln, mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln Krankheiten vorbeugen oder heilen kann. Dass man all diese Sachen nur noch über Pharmapräparate sagen kann. Und daran wird im Hintergrund, wie Herr Eckert schon sagte, mit einer undurchsichtigen Zahl von 27 Komitees gearbeitet, die sich jedes Jahr einmal treffen. Da gibt es ein Komitee in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffpräparate. Es gibt ein Komitee in Bezug auf die Etikettierung von Nahrungsmitteln. Was darf man auf Etiketten schreiben? Oder was soll nicht auf die Etiketten? Nämlich, dass Nahrungsmittel gentechnisch verändert sind. Das soll überhaupt nicht mehr auf die Etiketten. Dass Sie also jetzt hier in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich nicht mehr unterscheiden können, ist es gentechnisch verändert, was drin oder nicht. Und daran wird gearbeitet, international, von verschiedenen Gremien. Und diese Regeln werden schließlich, wenn sie dann endgültig verabschiedet sind, für alle Mitglieder der Welthandelsorganisation, unter anderem auch Deutschland und die Schweiz, bindend sein. Zum Verbraucherschutz selbstverständlich, das haben die sich ganz oben auf die Fahne geschrieben, Verbraucherschutz, wir wollen euch nur schützen dafür, dass ihr zu viele Vitamine und Mineralstoffe nehmt. Wir sorgen für eure Gesundheit, aber wenn man sich die Sache genau anguckt, ist das reine Fassade. Dahinter werden nur die Geschäftsinteressen der Chemie- und Pharmaindustrie ausschließlich verfolgt. Herr Dr. Lange, wenn da jetzt so viele Gremien international beteiligt sind, die World Health Organization, die World Trade Organization, wir haben ja auch in der EU ein Gremium, das besteht aus den 45 führenden Industriechefs, die die EU, die Parlamentarier eigentlich dann berät und beeinflusst, dann kann man eigentlich nicht mehr von einem regional begrenzten Dokument sprechen. Es ist kein regional begrenztes Dokument. Und das Ganze hat sich so entwickelt, dass die Demokratien, die einzelnen Nationen auf diese Entwicklung gar keinen Einfluss mehr haben. So verselbstständigt hat sich das. Und man hat ja dann auch noch zusätzlich, und das muss man unbedingt dazu sagen, 1995 die Welthandelsorganisation gegründet. Und wenn man da Mitglied ist, hat man unterschrieben, auch die Schweiz, auch Deutschland, auch Österreich, wenn man da Mitglied ist, hat man unterschrieben, dass man diese Richtlinien schließlich bindend bei sich einführen wird. Will das eine Nation nicht, zahlt sie hohe Geldstrafen. Das kann sich keine Nation leisten, in der Höhe von Hunderten von Millionen Schweizer Franken zum Beispiel. Das zu dem Thema. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mafia und Schutzgeldzahlungen. Ne? Solange man drin ist, geht es einem gut. Ich denke, das ist eine sehr gute Anmerkung, Herr Eckert. Es ist gar kein Unterschied vorhanden. Es ist nichts anderes. Es ist eine internationale Mafia. Wenn man sich sieht, welche Stiftungen auch dahinter stecken, hinter dieser Entwicklung. Ja, nicht nur solche großen Chemiekonzerne und Saatgut- und Gentechnikkonzerne wie Monsanto oder Syngenta, sondern auch bestimmte Stiftungen, wie zum Beispiel die Ford Foundation, Ford Stiftung, oder die Rockefeller Foundation. Und man muss dazu wissen, dass diese noch andere Zielsetzungen haben. Die haben schon genug Geld. Das ist also nicht mehr deren Zielsetzung. Aber die Philosophie ist, es gibt zu viele Menschen auf diesem Planeten. Und dass hier so viele Menschen auf diesem Planeten sind, das hat
verschiedene Nachteile. Und deswegen müssen wir das, wir müssen das Welthungerproblem lösen. Das steht ja immer auf den Fahnen drauf. Aber für die heißt es Welthungerproblem lösen, die Anzahl von Menschen zu reduzieren auf diesem Planeten. Man muss geschichtlich auch dazu wissen, dass die Rockefeller Stiftung schon in den 30er Jahren die Eugenikforschung unter Hitler wesentlich mitfinanziert hat. Und inzwischen denkt man da auch nicht anders drüber. Da laufen also im Hintergrund Sachen, die so, und das ist wirklich ein Informationsproblem, die so nicht in der Presse stehen. Und wie gesagt, es ist sehr erschreckend. Der Hauptzweck ist natürlich dessen, was wir hier besprechen, nicht, dass wir uns so erschrecken, dass wir dann sagen, es hat sowieso keinen Zweck mehr. Aber man muss es wissen. Wir versuchen hier Informationen fließen zu lassen, die in der Presse nicht stehen, die im Fernsehen nicht kommen, weil da eben alles beschönigt wird. Informationen, die dazu führen kann, wenn Sie es verstehen, dass daraus die richtigen Aktionen entstehen, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Denn sie betrifft die Gesundheit der zukünftigen Generationen auf diesem Planeten. Es ist eine Sache einer Weichenstellung. Wollen wir biologische Landwirtschaft? Wollen wir freie Verfügbarkeit von den Nahrungsmitteln und den Nahrungsergänzungsmitteln, die wir haben wollen? Wollen wir ehrliche Informationen auf den Etiketten haben? Wollen wir gute Sachen auf dem Tisch haben? Wollen wir wissen, was wir auf den Tisch bekommen? Wollen wir gesund bleiben? Oder ist uns das egal und wir kämpfen nicht dafür? Und solange wir nichts davon wissen, können wir auch nicht davon kämpfen. Ja, das ist jetzt eigentlich Sinn von unserem Gespräch heute, nicht wahr? Das ist Sinn des Gesprächs, genau. Ja. Es ist immer erschreckend. Mich erschreckt es selber immer wieder, wenn ich noch weiteren Einblick mir verschaffe in bestimmte Entwicklung. Es ist wirklich erschreckend. Es ist so erschreckend im Grunde, wie wenn man über ein Konzentrationslager sprechen würde. Es ist so, ähnliche Gefühle bekommt man dabei, wie Auschwitz oder solche Sachen. Wobei wir dann schon wieder in die Nähe kommen von Ihrer eigentlichen Frage, aber ich musste erstmal etwas weiter ausholen, damit klar ist, was ist das eigentlich überhaupt. Die geschichtliche Hintergrund, auf den ich nochmal kurz zurückkommen möchte. Bitte. Ja. Wenn Sie das Wort Auschwitz hören, ist die Frage, was denken Sie da? In der Regel denkt man, wenn ich richtig informiert bin, wenn man Auschwitz hört, denkt man an ein Konzentrationslager oder an zwei Konzentrationslager. Das ist aber eigentlich wie bei einer Zauberveranstaltung auf der Bühne, wo es in einer Ecke knallt und in der anderen Ecke ist aus der Gans plötzlich eine Jungfrau geworden und keiner hat es gesehen, wie es passiert ist, weil sie alle in die andere Ecke geguckt haben. Das Wesentliche an Auschwitz war ein Industriekomplex mit 24 Kilometern Durchmesser von IG Farben. IG Farben war damals vor der Hitlerzeit schon und auch während der Hitlerzeit ein Dachverband, Industriegemeinschaft Farben, für die Konzerne Bayer, Höchst und BASF. Danach wurde es auch wieder Bayer, Höchst und BASF. Und im Auftrag von IG Farben, also Bayer, Höchst und BASF, wurde dieses Konzentrationslager gebaut, damit der Industriebetrieb billige menschliche Arbeitskräfte haben würde und damit er auch billige menschliche Versuchskaninchen für pharmazeutische, chemische Experimente und so weiter haben würde. Das ist die Wahrheit. Und die Akten aus den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, aus denen ganz eindeutig dieser Zusammenhang hervorgeht und noch einige in dieser Richtung, die sind erst im letzten Jahr wieder ans Tageslicht gekommen. Dieses war immer nicht so bekannt. Man hat immer gedacht, Hitler war Betriebsunfall der Geschichte. Wenigstens zu einem gewissen Prozentsatz. Aber man wusste nicht, weil diese Akten unter Verschluss gehalten wurden, dass seit 1925 die chemische und pharmazeutische Industrie systematisch Hitler aufgebaut hat, um Deutschland in eine Eroberungsmaschine zu verwandeln, damit man sich die ganzen Reichtümer Europas unter den Nagel reißen könne und wenn man dann damit erfolgreich war, auch die Reichtümer des Rests der Welt.